herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Unboxing, denn die Unicorn-Tüte ist gekommen. Ihr seht hier auch schon den Karton schon. Die Unicorn-Tüten gibt es endlich wieder. Das Bild, was ich dazu gesehen habe, war sehr vielversprechend. Ich blende es euch mal ein. Ich habe schon gesagt, das Kinder Bueno, wenn nicht drin ist, dann bin ich enttäuscht. Ich will das Kinder Bueno drin haben. Ich bin echt gespannt. Ihr wisst ja, die Campus-Tüte, die fand ich recht gut. Die Studentenbox, also die Studybox, war okay, aber jetzt nicht der Bringer. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel Hoffnung auf die Unicorn-Tüte, dass die vielleicht die beste wird. Das wäre natürlich toll. Ja, die werden wir jetzt miteinander unboxen. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele dabei. Auf jeden Fall ist das ein Boxen-Gewinnspiel online und es werden natürlich bald auch wieder neue Gewinnspiele online kommen. Seid gespannt. So sieht sie aus. Sie ist sehr leicht. Wirklich sehr, sehr leicht. Also letztes Mal war sie ja so schwer. Da war ja nur Getränke drin. Das fand ich ja leider auch nicht so gut. Also überwiegend Getränke. Dieses Mal ist sie sehr leicht. Für das, dass das die WG Edition ist, also 4 Tüten. Mal gucken. Ihr könnt die erwerben entweder in der Friends Edition, in der einzelnen Edition oder in der WG Edition. Ich glaube, man zahlt aber für alles gleich viel. Deswegen, ich nehme immer die WG Edition. Ja. Wir kommen einmal zu dem hier. Machen es auf, mir flitzen die Tüten gleich entgegen. Sie liegen sehr, sehr. Also, die sieht ja irgendwie sehr traurig aus. Also, wenn der Rest auch so ist. Tüte Nummer 1. Hier haben wir drin. Erst einmal, sind wir schon gewohnt, Jakobskrönung. Dann einmal 12 Monate lesen, nur eine Zahl im Handelsblatt. Podcast, irgendwas mit Nieren, Organspende. Von Mio Mio, diese Limo haben wir fast drin. Dann einmal einen Milford-Tee. Dann von Unidays. Entschuldigung, das war mein Hund. Einmal Rabattcodes. Und dann haben wir drin einmal, das finde ich cool, von Schwarzkopf Gliss Kur Hair Repair 7 Seconds Express Repair Kur Ultimate Repair. Flüssiges Keratin-Perlextrakt, sehr geschädigtes und trockenes Haar. Ist aber wahrscheinlich, denke ich, nur eine Anwendung. Ja, ist auf jeden Fall nicht so viel, obwohl das echt eine riesige Verpackung ist für so wenig Flüssigkeit. Einmal das hier. Also ich tue jetzt die was sind. Also da wo was dran ist, auf diese Seite. Und hier kommen die ganzen Flyer hin, die dann weggeschmissen werden. Und dann, ich sehe auf jeden Fall schon was Schönes, haben wir einmal eine Soße, und zwar, da ist eine Soße, oder? Die Sriracha Everywhere. Die Sriracha Soße habe ich tatsächlich, mag ich total gerne. Ist schön, werde ich für unterwegs auf jeden Fall aufheben. Und dann einmal von Sias Repair Deep Conditioner. Noch ein Conditioner, jetzt wäre ein Shampoo. Ja, jetzt haben wir Haarkur. Conditioner, jetzt brauche ich einen Shampoo. Und dann haben wir einmal, sehr schön, nicht klausurrelevant, finde ich bueno. Die ganze Packung bueno. Und das macht die halt gleich so viel besser, die Tüte. Einfach nur, weil Kinder Bueno drin ist. Und dann haben wir einmal eine Yum-Yum-Suppe. Und zwar Shrimp Flavor wird mir gehören, weil mein Mann keinen Shrimp-Geschmack mag, also allgemein kein Fisch. Genau. Das war Tüte Nummer 1, war tatsächlich ein bisschen frustrierend. Das waren jetzt nur 2 Originalprodukte und der Rest waren so kleine Mini-Größen. Okay, wir gucken weiter. Tüte Nummer 2 haben wir drin. Wieder Jakobs Krönung, wieder einen Tee, wieder diese Maske, wieder die Flyer. Ach ja, von Miu Miu haben wir noch den Sticker drin, den hatten wir ja letztes Mal auch drin. Aber von dem Flyer her ist nichts anders. Dann auch wieder ein Kinder Bueno. Kinder Bueno habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Die Soße wieder. Wieder Yum-Yum-Nudeln, wieder Shrimp-Flavor. Wie gesagt, kann mein Mann nicht anfangen. Und wieder das Sios. Also kein Unterschied. Mal gucken, ob sich das jetzt bei den letzten beiden Tüten ändert. Machen wir einmal das hier. Sieht irgendwie nicht so aus. Kinder Bueno. Wieder Sios. Wieder Tee. Wieder Yum-Yum-Nudeln. Shrimp. Das Sios, genau. Das ist cool. Einmal diese Rirachi-Soße. Und einmal Jakobs Krönung. Und ich denke mal, in der letzten Tüte wird das gleiche drin. Kinder Bueno. Also ich finde es gut, dass ich jetzt 4 Kinder Bueno habe, weil die 2 Packungen für mich, 2 Packungen für meinen Mann. Einmal wieder Sios, Sriracha-Soße, Yum-Yum-Nudeln, wieder Tee, das Kur und Jakobs Krönung. Und dann, ach, ist tatsächlich Gott sei Dank wenigstens noch was drunter. Haben wir einmal, das finde ich cool. So, jetzt dürfte es wieder einigermaßen passen, nachdem mein Kamera den Hund verschoben hat, genau. Mein Hund die Kamera verschoben hat. Ich war gerade bei dem, das finde ich tatsächlich cool. Ich finde es halt doof, weil es im Endeffekt eine WG-Tüte ist und eine so eine Langhaarkur drin ist. Da werden sich alle drum streiten. Und zwar Langhaarschutz 2-in-1 Kur Pre-Shampoo für ein leichtes Pflegeergebnis oder Post-Shampoo für ein intensives Pflegeergebnis. Mit Biotin-Komplex, Pfingstrosenessenz, langes geschädigtes Haar. Das war aber noch nicht alles, Gott sei Dank. Wir haben hier noch einmal, danke,
für deine Wahl, für die Bestellung, für deinen Support, für dein Vertrauen. Hey, danke, dass du uns Unikum Wundertüte bestellt hast. Das ist aber nicht alles. Du kannst auch noch etwas Tolles gewinnen. Genau, einen 150 Euro Gutschein, wenn ich es online stelle. Und dann haben wir einmal einen Campingplätze und Wohnstellplätze im Deutschland-Katalog. Kann ich auf jeden Fall brauchen, weil in Deutschland bringt mir nichts. Ja, vielleicht, wenn wir auf Schweden fahren, dann mal einen kurzen Zwischenhalt machen, dann finden wir was da. Dann haben wir ein kleines Shampoo. Tatsächlich ist noch ein Shampoo drin. Und zwar festes Shampoo Seba Made Everyday Shampoo, besonders mild zu Kopf hat. Da hätten sie echt großes reinpacken können. Und dann hatten wir noch was eingepackt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ist auf jeden Fall was Flüssiges. Muss ich das aufbekommen. Und zwar hatten wir hier einmal die Mio Mio wieder, aber dieses Mal in klein. Die hatten wir ja letztes Mal auch in groß. Einmal Mio Mio Orange plus Koffein und einmal Mio Mio Lemon. Und das war's wieder. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, das was auf dem Foto war, das war wahnsinnig vielversprechend. Und jetzt, wo ich es ausgepackt habe, ist es wahnsinnig enttäuschend. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn das Kinder Bueno jetzt drin ist. Aber wir haben nur zwei Getränke, ein Gliss Kur zum Essen, diese Shrimp-Sachen und die Kinder Bueno für eine WG-Edition. Und das andere, das sind alles bloß Brötchen. Ja, man soll sich nicht beschweren, weil es umsonst ist. Sie hätten wenigstens vier Getränke reinpacken können und sie hätten auch vier so Haarkuren reinpacken können, dann wäre es okay gewesen. Dann wäre es wenigstens eine okay Box gewesen. Jetzt nicht wahnsinnig gut, aber wenigstens okay. Aber so finde ich die ehrlich gesagt leider nicht gut. Es ist leider so. Also diesen Monat hat mir leider am besten gefallen die Campus-Tüte. Muss ich ehrlich sagen. Ja, also falls ihr die noch bekommt, bestellt die euch. Die war wirklich gut. Von der Studentenbox, die ist jetzt nicht schlecht, aber man hat auf jeden Fall nicht die Menge, die man in der Campus-Tüte und in der Unikum-Tüte hat und zahlt trotzdem 6,95 Versand. Also ich kann euch dieses Mal tatsächlich nur zur Campus-Tüte raten. Es ist leider so. War ein bisschen enttäuschend, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, ich bin jetzt wenigstens versorgt mit Yum-Yum-Nudeln und mit Kinder Bueno. Das ist ja schon mal toll. Und für mich alleine wenigstens ein Gliss Kur und zwei Getränke. Beziehungsweise für meinen Mann. Das Gliss Kur gehört mir alleine. Werden wir auf jeden Fall verwenden. Aber wie gesagt, ich bin leider etwas enttäuscht. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Sagt mir, was ihr von dieser Tüte haltet. Ich verlinke euch auch die Studybox und die Campus-Tüte oben. Würde mich sehr interessieren, welche ihr jetzt im Endeffekt am besten fandet. Und war jetzt ein sehr schnelles Unboxing, aber es war halt leider auch nicht viel zu zeigen. Es ist leider so. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und dass ihr mir dann ein Abo da lasst für die zukünftigen Unboxings, dass ihr nichts mehr verpasst. Keine Gewinnspiele, keine Unboxings und so weiter. Jetzt kommen ja die Weihnachtsvlogs und da gibt es auf jeden Fall wieder massig Gewinnspiele. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt und ich habe ein sehr, sehr schönes Video für einen Adventskalender geplant. Seid da gespannt. Ja, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!